Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich hoffe, jetzt läuft wieder alles. Hab den Computer jetzt mal notgedrungenerweise neu gestartet. Bin mal gespannt. So. Ich wollte in die drei Besen. Karte von Hogsmeade. Genau, und wenn ich nämlich in den drei Besen bin, kann ich nämlich gleich mal beim Wälzer vorbeischauen. Also gehen wir mal hier hin. Und kann mal gucken, ob ich den Dingsbums finde. Den Tisch. Für die mittleren Gewächse. Und was da kostet. Kann er wieder ein bisschen was verkaufen? Na, mal sehen. Mal sehen. Ah, soll ich Texturen laden? So, warte mal, der Wälzer war. Hey, sag mal, ladet mal die Texturen nach. Richtig schön matschig. Na gut. Wälzer, der war hier unten. Ja, dann geht mal rüber. Steht mir im Weg. Will die Textur nicht nachladen. Merkt ihr das? Was ist denn nun? Mahlzeit! I, wie siehst denn du aus? Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Irgendwas stimmt da gerade schon wieder nicht mit dem Spiel. Ich werde nochmal zum Fail hier. Juhu! Schauen wir uns mal an, was wir haben. Erstens, dass ich das hier bei dir. Das ist auch schlechter. Bitteschön. Das. Oh, jetzt. Hier, gucke jetzt. Also, Zauberanweisung Tierwissen. Mit mittlerem großen Topf. 750 kostet der. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ja, jetzt gerade nicht. Ich, ja. Okay. Na gut. Dann müsste ich jetzt mal bei dem anderen reingucken, ob der dieses dämliche Donnergebräu-Dings hat. Nee, Ollivander ist es nicht. War denn der gleich nochmal? Hallo. Hallo! Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Ja. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich brauche... das, was du nicht hast. Donnergebräu. 1000! Okay, das wird noch etwas dauern. Ich hoffe, wir sehen uns. Hab ich denn eigentlich? Ich habe noch eine Alraune, ich habe noch eine Venomosa und ich habe noch die. Gut. Also das könnte ich dann probieren. Okay. Dann muss ich jetzt zur Sirona. In den tropfenden Kessel. Sirona. Mal ich dann hier. Hallo, schön Sie zu sehen. Ja, Sie auch. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte.
und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Was wissen Sie über Ranrock? Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Eben. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Ah. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ja, ja. Okay. Alles zu. Auf dich. Schön, dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Jo, komm mal saufen. Revelio. Lass mal hier hinten gucken. Ach, da war ich schon. Ach, und da rein komme ich nicht wahrscheinlich. Doch. Revelio. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Ranrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um Ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Hm. Tja, wenn Sirona Ihnen traut,
Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Lass mich hier durch. Revelio. Wandmontierter Eberkopf. Dieser an die Wand montierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase, ob der zwielichtigen Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Alles klar. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Na, ich gehe mal lieber. Da fühle ich mich fast ein wenig schuldig. Ich hasse abends nach Hause. Vorsichtig ist besser als Nachricht. So, wo muss ich denn hin? Wir müssen jetzt hier so und so Triff und Hexe und Lockock. Hä? Hallo? Gar nicht so weit. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Oh, ja. Yeah. Es könnte aber ruhig etwas schneller gehen. Flo fliegen. Mit deinem Mantel. Junge. Ach, da oben bestimmt, ne? Mal so nebenbei. So. Huch. Meins. Ja, konntest du mir so erzählen? Ja, langweilig. Oh!
Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Ja, geht schon. Warte mal, ich will die Pilze. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Ah. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Ah ja. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Mir ist alles klar geworden. Ich mir ist auch alles ihre Rückkehr erwarten. Total klar. Bitte passen Sie auf. Ich werde aber die Folge an der Stelle beenden. Ganz einfach. Wir gehen dann in die nächste Folge hier rein. Ich würde bloß vorher speichern wollen. Ganz wichtig. Speichern ist wichtig. So. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Hogwarts Legacy. Bis dahin,